so, heute Tag 50, sollen wir das feiern? Nein, wir feiern das nicht. So vergnüglich ist das wieder auch nicht. Ich habe heute wirklich versucht, der lieben Lore zu erklären, dass es ist jetzt nichts mehr anders. Wir müssen Masken tragen. Das ist aber der einzige Unterschied. Sonst können wir hingehen, wo wir wollen. Wir können tun, was wir wollen. Also kein Grund zur Aufregung. Wir müssen uns einfach, also ich versuche einfach, mir das nicht zu sehr, dass mir das einfach nicht zu sehr präsent ist. Ja, heute gab es im Garten das große Goldrutenmassaker. Ohne Kettensäge. Aber, also, die habe ich schon ziemlich wuchern lassen, muss ich gestehen. Und es waren, ich zeige euch dann gleich das Ergebnis. Und ich habe auch wieder eine wunderschöne kleine Schönheit gefunden, das kleine Seifenkraut, entzückend, entzückend. Ganz kleine rosa Blütchen. Und die Scheibtruhe, die ihr gleich seht, die habe ich dreimal gefüllt. Und zwar ziemlich dicht und prall mit Goldruten-Ausgrabungen sozusagen. Ja. Bei Nachbars wird, glaube ich, ein Pool ausgegraben. Da geht es rund. Und ich wollte ein bisschen über Unkraut philosophieren, also über unerwünschte Wildkräuter. Jeder hat ja so sein eigenes, seinen eigenen Lieblingsfeind im Garten. Also, ich erinnere mich an meine Mutter, die ja, ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, eine leidenschaftliche Gärtnerin war, mit einer unglaublichen Liebe für jedes Tier und jede Pflanze. Aber sie hatte drei verbissene Feinde. Und wir hatten oft Diskussionen darüber und ich habe mich oft darüber gewundert. Es geht mir auch bei der lieben Lore, die ist ja genauso. Bei der habe ich in meinem vorigen Garten, habe ich bei der Lore Taschenkontrolle gemacht. Wenn sie in meinen Garten, wir hatten durch ein Häuschen getrennte Gärten, ihr Garten und mein Garten. Und wenn sie zu meinem Garten herübergekommen ist, habe ich wirklich Taschenkontrolle gemacht, ob sie nicht eine Schere in der Tasche hat, um meinen Schnecken zu Leibe zu rücken. Und das ist für mich eine Vorstellung, also da dreht es mir den Magen um. Jedenfalls, meine Mutti hatte drei Lieblingsfeinde. Das war der Bayer, auch bekannt als gemeine Quecke. Auf die komme ich auch, die werde ich euch auch noch vorstellen. Und das waren die Nacktschnecken und die Maulwürfe. Also die Mutter ist manchmal stundenlang am Küchenfenster gestanden und hat gewartet, bis sich da irgend so ein Erdhaufen bewegt hat und ist dann also wie ein, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, wie eine Besessene mit der Schaufel in den Garten, um den Maulwurf zu vernichten. Und der Morgensport war das Schneckenvernichten. Also ich will es gar nicht ausführen. Ich habe immer gesagt, du wirst sehen, das Karma schlägt zurück. Das ist nicht gut für das Karma, wenn du mit welcher, eine friedliebende Frau, die jede Fliege gerettet hat, die, wieso ist das so finster? Die jede Fliege gerettet hat, die jede Biene durchgefüttert hat und die jedes Mäuschen
mit mir gefüttert hat, wurde zu einer Mordmaschine, zu einer Killermaschine, wenn sie eine Nacktschnecke gesehen hat. Und ich habe immer gesagt, du wirst sehen, das Karma verzeiht das nicht. Das hat sie überhaupt nicht. Das hat sie überhaupt nicht verstehen wollen. Und tatsächlich. Soll ich das? Ja, ich sage das so, wie es ist. Auf ihrem Totenbett haben sie die Nacktschnecken verfolgt. Und ich musste vom Plafond, musste ich die riesigen Nacktschnecken runterpflücken, die sie bis in den Tod verfolgt haben. Also, seid lieb zu den Nacktschnecken. Ich kämpfe noch immer mit der Goldrute und ich kann mich noch erinnern, dass ich Warnungen davor leichtfertig in den Wind geschlagen habe. Also nur damit ihr seht, was die da so veranstaltet im Boden. Da kommen überall Pflänzchen raus an allen Knoten. Die macht meterweite unter der Erde, schlängelt sie sich meterweit und bildet überall Pflanzen aus. Eine wunderbare Heilpflanze für die Blase. Eine wunderbare Bienenfutterpflanze. Ich finde sie auch hübsch. Und weil sie kanadische Goldrute heißt, das ist auch ein Hinweis darauf, dass, ja, blühen kann ich sie euch jetzt nicht zeigen, dann im Herbst oder im Spätsommer. Das ist eine eingeschleppte Pflanze, ein Neophyt. Bei den meisten wird ein bisschen übertrieben, was die Gefährlichkeit unter Anführungszeichen betrifft. Aber die Goldrute, die macht sich schon ganz schön breit. Und wenn ihr da schaut, das ist voll mit Goldrute, zumindest soweit ich das kriege. Es bleiben diese Wurzelstränge im Boden, denen komme ich gar nicht bei. Das ist aber jetzt nur ein winziges Stückchen Beet gewesen, wo ich sie eben ein bisschen mit meiner Aufmerksamkeit vernachlässigt habe. Da ist übrigens der schöne Lein, den ich so sehr liebe. Ah ja, da vor mir ist er auch. Ja, aber selber schuld. Ach ja, und weil wir schon dabei sind, hier, na, wo ist er da jetzt? Wieso kriege ich denn nicht da das Blatt nicht? Ach so. Das, meine Lieben, ist der Giersch. Da ist auch ein Blättchen. Es heißt auch, er heißt auch, da haben wir auch einen Ziegenfuß, glaube ich, Geißfuß, Ziegenfuß. Weil... Das kommt von der Blattform. Ja, der Giersch, also ich habe lange nicht gewusst, dass ich den habe. Sehr würzig. Also den könnte man wirklich fast mit Petersilie verwechseln. Und ich kann mir vorstellen, der ist sehr gut gegen Gicht, ein tolles Heilkraut. Also ich habe überhaupt nie gewusst, dass ich da einen Giersch habe. Da ist er natürlich genau da, wo er sich wohlfühlt, so ein bisschen
bisschen im Gebüsch, am Gehölzrand. Und gefürchtet und gehasst, als bevor ich ihn noch wirklich wahrnahm oder kannte, hat mir meine liebe Lore erzählt, ganz voller Stolz, dass sie 10 Jahre lang hat sie gearbeitet, um den Giersch im Nachbarsgarten zu vernichten. Also würde mir nicht im Traum einfallen. Also ich habe hier wirklich vereinzelt, man muss ihn wirklich suchen. Dem scheint es hier bei mir, es ist zu sandig wahrscheinlich, dem scheint es nicht sonderlich zu behagen hier bei mir. Ja, er blüht dann weiß, wenn er blüht, da werde ich ihn dann noch einmal filmen. Ich finde es erstens eine hübsche Pflanze und ja, wie gesagt, also mir tut er nichts. Und demnächst werde ich daraus ein Pesto machen, denn das muss auch sehr gut schmecken, weil er recht so eben so petersilienwürzig schmeckt. So, und ich habe jetzt dieses seitliche Beet neben den Hecken geputzt, eben mit dem goldroten Massaker, und da freuen sich unglaublich, das werdet ihr da leider nicht sehen, das sieht man hier leider nicht, da freuen sich unglaublich die Stare drüber, die sind ja auch so possierlich, die freuen sich, dass ich da jetzt alles umgegraben habe, und da spazieren sie in Grüppchen und suchen. Die sind ja professionelle Schneckenjäger. Die picken die Babyschnecken auf. So, jetzt müssen wir uns das von oben anschauen, was ich da alles umgegraben habe heute. So, jetzt werfen wir noch einen Blick auf dieses kahle Beet neben der Hecke. Also ich bin fast fertig geworden, nicht ganz, aber fast. Und da werden dann morgen die restlichen Pflänzchen eingegraben. Die kriegen hier ihr Plätzchen. Und einen Blick müssen wir noch auf diese wunderschöne... Ups, bin da immer zu schnell. Auf diesen wunderschönen Rotdorn werfen, der jetzt über und über mit kleinen, mit winzigen Röschen übersät ist. Ein wunderschöner Baum. Bald wird die Pracht ein Ende haben. Aber im Anschluss kommt dann meine Heckenrose. Ja. Der Röschenbaum, der Rotdorn. Lauter winzigste Büscheln von Röschen. Wunderschön. So, und nun wünsche ich euch einen schönen, was ist denn heute überhaupt? Montag. Montagabend. Wir sehen einander wieder mal Dienstag. Und bleibt bitte gesund und lasst euch nichts unterkriegen.